Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer Date Video auf meinem Kanal. Im Moment ist nicht die Zeit für Vlogs und Erlebnisvideos, die ich sonst gerne mache. Deshalb habe ich mir gedacht, ich interviewe ein paar interessante Menschen. Und im Moment ist es ja so, alle sind digital. Neuland wird ganz wichtig für die Unterhaltung. Deswegen habe ich gedacht, ich frage mal ein paar Leute, die da schon länger unterwegs sind, erfolgreiche YouTuber, wie es ihnen in der Corona-Krise geht, privat, beruflich und als YouTuber. Den Anfang macht heute der Rechtsanwalt Christian Solmecke aus Köln, der einen ziemlich großen Kanal hat. Kanzlei WBS heißt der. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß mit diesem Gespräch. Ja, guten Morgen, Christian. Schön, dich mal wieder wenigstens auf diese Weise zu sehen. Hallo, schönen guten Morgen, Tobias. Wir haben jetzt, glaube ich, seit wann sind wir alle zu Hause geblieben oder mehr oder weniger? Ich glaube, 2-3 Wochen oder sowas, ne? 3 Wochen sind es schon mittlerweile. Wochen sind, glaube ich, die 3 Wochen sind die Schulen dicht. Also ja. Merkt man so langsam, ja. Siehst du, also ich verliere jegliches Zeitgefühl. Wie geht's dir denn mit dieser Corona-Krise jetzt mal persönlich? Ehrlicherweise, mir geht es ganz gut persönlich. Es war sogar fast ein bisschen stressiger als vor der Corona-Krise. Erstens, weil wir unsere eigene Anwaltssoftware, die wir entwickelt haben, jetzt bei uns ausgerollt haben, also eine neue Software-Einführung hatten, gleichzeitig alle Mann ins Homeoffice gegangen sind und gleichzeitig noch ein bahnbrechendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs kam. Wenn schon, dann kommt immer alles auf einmal. Das heißt, es war sogar mehr zu tun als vorher. Das ist dann wiederum eigentlich ja erfreulich. Hatte dieses Urteil was mit Corona zu tun, oder? Das Urteil hatte gar nichts mit Corona zu tun. Okay. Es ging einfach darum, dass der Europäische Gerichtshof geurteilt hat, dass fast alle Verbraucherdarlehen widerrufen werden können. Und dann hat es, ansatzweise doch wieder ein bisschen mit Corona zu tun, weil die Leute alle Geld brauchen und sagen, wenn ich aber meine Darlehen im Moment widerrufen kann, dann mache ich davon doch Gebrauch. Und das ist jetzt gerade passiert und wir haben tausende Anfragen von Menschen, die ihren Immobilienkreditvertrag oder ihren Autokreditvertrag widerrufen wollen, davon Gebrauch machen und so wieder an liquide Mittel kommen. Okay, und du sagst jetzt eben auch, sind alle im Homeoffice? Erstens mal, wie viele sind denn alle bei euch? Wir sind 70 Leute im Homeoffice. Das ist schon gar nicht so einfach gewesen, weil es ja sehr holter die Polter ging. Also innerhalb von einer Woche haben wir die Tools eingerichtet, um alle ins Homeoffice zu verlegen. Aber ich muss sagen, das läuft besser als gedacht. Wir haben unsere Zoom-Videokonferenzen, wir haben unser Slack, mit dem wir untereinander uns austauschen, E-Mail noch, manchmal brauchen wir Skype. Also in der Summe bin ich ganz zufrieden, wie es läuft, auch wenn ich persönlich nicht dauerhaft im Homeoffice arbeiten wollte. War es bei euch auch so, dass wirklich das noch nicht vorher angedacht war bisher, sondern wirklich durch diese Corona-Krise jetzt tatsächlich plötzlich innerhalb von einer Woche möglich ist? Also witzigerweise haben wir im letzten Jahr einen Workshop gemacht, einen Zukunftsworkshop mit der Kanzlei. Da ging es darum, dass alle Mitarbeiter sagen, was so ihre Vorstellungen für die Zukunft sind. Und wir hatten einige größere Zukunftsprojekte rausgepickt. Eins war so Fortbildungen, wie sollen Fortbildungen hier laufen? Und ein anderes war Homeoffice. Und Homeoffice stand so weit zumindest schon vor dem Abschluss, dass wir ein Homeoffice Vertrag hatten mit den Leuten und wir vorgesehen hatten, dass künftig, wenn wir die ganze Technik haben, jeder einen Tag Homeoffice in der Woche machen soll. Das ist ziemlich überrollt worden. Der Vertrag, der konnte gar nicht mehr ganz ausgefüllt werden. Die Leute sind alle ins Homeoffice gestürmt und wir machen nicht einen Tag, sondern 5 Tage die Woche Homeoffice. Aber es hat trotzdem geklappt. Jetzt sagst du gerade Vertrag. Ich meine eben, du bist ja eine Kanzlei, jetzt haben wir Corona, viele Leute gehen ins Homeoffice. Kommen jetzt durch Corona eben neue Themen auf euch zu, die es vorher noch gar nicht gab? Oder jetzt gerade zum Beispiel gibt es Leute, die jetzt sich dagegen wehren, dass sie ins Homeoffice müssen, weil es nicht in ihrem Vertrag steht oder was für Themen sonst? Gegen das Homeoffice hat eigentlich im Moment kaum einer was. Das machen die Leute, weil sie es auch mal als Experiment sehen. Was wir hier als Kanzlei erleben, war in der Anfangsphase von der Corona-Epidemie oder Pandemie, dass die Menschen uns gefragt haben, was ist jetzt mit meinen Fußballtickets? Das beschäftigte sie am Anfang. Dann beschäftigte sie die Reisen. Was ist mit bereits gebuchten Reisen? Dann wurden die Fragen existenzieller. Was ist eigentlich mit meinem Arbeitsplatz? Wie sieht es mit Kurzarbeit aus? Muss ich das akzeptieren? Muss ich es nicht akzeptieren? Beziehungsweise die Unternehmen haben uns gefragt, wie können wir Kurzarbeit beantragen? Dann gab es ehrlicherweise und traurigerweise die ersten Kündigungen. Da wurde gefragt, können die mich jetzt rausschmeißen? Sind jetzt betriebsbedingte Kündigungen möglich? Und wir hatten vereinzelt Anfragen zu den Ausgangssperren. Aber wir sind tatsächlich in Deutschland noch so, dass jeder zum Joggen und zum Sport nach draußen gehen kann. Das heißt, das scheinen die Menschen auch weitestgehend zu akzeptieren. Du hast dieses kleine Wörtchen noch gerade benutzt. Darf ich da kurz nachhaken? Denkst du, dass es sich ändert?
Also ich kann es mir nur schwer vorstellen, aber andererseits, als wir gehört haben, dass Wuhan den kompletten Lockdown gemacht hat, ich glaube schon im Dezember oder so, da haben wir alle gesagt, ja, typisch sowas geht in China mit den Diktatoren, die können das anordnen, sowas wäre in Deutschland undenkbar. Wir könnten unsere Wirtschaft hier niemals zum Stillstand bringen. 2 Monate später oder 3 Monate später stand auch hier die Wirtschaft still. Das heißt, im Moment halte ich gar nichts für ausgeschlossen, je nachdem, wie sich die Dinge jetzt weiterentwickeln. Jetzt habe ich ja eigentlich mit diesem kleinen Interview oder dieser Interviewreihe so ein bisschen vor, auch eben YouTube auf den Zahn zu fühlen in der Corona-Krise. Und du bist ja auch YouTuber. Also man sagt jetzt ja auch, ist das die Gelegenheit, Online-Inhalte und alles digital und so weiter. Ich glaube, das ist auch sehr unterschiedlich. Wie geht es denn dir als YouTuber im Moment? Also wir haben tatsächlich unser Programm auch ein Stück weit umgestellt. Wir haben, weil viele neue Gesetze kamen, diese Gesetze analysiert und haben dann die Menschen informiert darüber, wie sind diese Gesetze, nach denen man zum Beispiel die Miete im Moment nicht zahlen muss, in Anführungsstrichen, beziehungsweise nicht gekündigt werden kann, wenn man die Miete nicht zahlt oder dass man Darlehen gerade nicht zurückzahlen muss. Die haben wir analysiert und auch jetzt gerade kommen wir dann neue Gesetzesvorhaben rein. Da geht es dann darum, ob eventuell wir nicht unsere Reisen erstattet bekommen, sondern nur Gutscheine für Reisen bekommen. Die analysieren wir gerade, gucken, was hat das für Auswirkungen. Das heißt, ich als YouTuber mache weiter und bin auch jetzt gerade aktuell, wenn wir hier gerade sprechen, ja im Studio. Das heißt, 2-3 Mal die Woche fahre ich schon noch ins Studio, aber hier ist keiner. Da bin ich mehr oder weniger alleine. Das funktioniert also ganz gut. Ich schwinge mich dann auf meinem Fahrrad, fahre einmal quer durch Köln, mache da meine Produktion, fahre wieder zurück nach Hause. Also das halte ich jetzt für nicht sonderlich gefährlich. Und der Kontakt, den haben wir natürlich so massiv eingeschränkt, schon allein dadurch, dass man keine Mitarbeiter mehr hat. Ich glaube da, wenn das alle so machen, wie wir es jetzt gerade machen, glaube ich, könnte das fruchten. Ich wüsste jetzt nicht, bei wem ich mich großartig noch anstecken sollte oder wen ich anstecken könnte, falls ich es aktuell schon habe, aber keine Symptome habe. Also du hast im Grunde eigentlich durch Corona eher mehr aktuelle Themen, die du auch in deinem Kanal verwursteln kannst sozusagen. Also eigentlich für dich kein Problem, kann man so sagen? Ja, kann man so sagen. Privat ist natürlich so, der Kurze ist jetzt schon 3 Wochen zu Hause. Meine Frau sagt jetzt auch, so langsam ist es so ein bisschen schwierig für ihn, sich immer neu zu motivieren, morgens die Schulaufgaben zu machen. Es wirkt so ein bisschen wie Ferien, sind aber keine Ferien, beziehungsweise jetzt haben die Osterferien begonnen. Jetzt ist die große Frage, wie geht man mit den Osterferien um? Also privat schlägt das schon alles durch. Beruflich ist es eher stressiger als vorher, weil ich diese Koordination aus des Homeoffices nicht gewohnt bin und das spannend finde als jemand, der gerne digital arbeitet, aber auch merke, boah, das sind auch Reibungsverluste und man muss viel tippen, immer wieder im Chat bleiben, es wird auch viel rumgechattet. Einfach ist es nicht, aber spannend finde ich das trotzdem. Ich kann mich aber nicht beschweren, dass wir jetzt hier wie viele andere Branchen große finanzielle Einbrüche hätten. Es ist, weil wir die Eventbranche beraten, in dem Segment sehr stark zurückgegangen, extrem zurückgegangen. Aber an anderen Fronten eben gar nicht, weil zum Beispiel jetzt, wenn es darum geht, dass man die Kreditverträge widerrufen kann, sehen wir, so viel Geschäft haben wir noch nie im Leben gehabt. Da geht es also an anderen Fronten wieder rauf, weil wir den Menschen auch, glaube ich, richtig helfen können, nämlich wieder liquide Mittel zu bekommen. Sehr cool. Vielen Dank, dass du hier für dieses Interview bereit standest. Ich wünsche dir natürlich gute Gesundheit. Ja, danke. Wünsche ich dir auch und alles Gute und dass das hier alles schnell vorbei ist. Und dass wir uns dann auch bald mal wieder auf näher als 2 Meter sehen. Ne? Also. Ja, absolut, alles klar. Mach's gut, Tobias. Ciao. Mach's gut. Grüße nach Köln. Ciao. Ja, ciao. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Gespräch genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann lasst mir unbedingt ein Abo und ein Like da. Kommentiert gerne, wen ihr noch so interessant findet für so ein Interview. Und seid auch nächstes Mal wieder dabei auf meinem Kanal. Bis dann, euer Dieser Dad.